Wort bekommen Frau Artus. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, heterosexuelle Normen durchdringen die gesamte Gesellschaft. Das andere ist immer die Abweichung von der Norm. Will man lesbische, schwule, transsexuelle und Transgender-Jugendliche ernsthaft unterstützen, müsste in Schule, Elternhaus und Gesellschaft sexuelle Vielfalt konsequent vermittelt werden. Denn wenn andere Formen als das heterosexuelle Begehren als normabweichend, selbst im positiven Sinne, gelten, so begreifen sich diese Jugendlichen immer als defizitär. So verwundert es nicht, dass das Selbstmordrisiko überproportional hoch ist. Viele homosexuelle Jugendliche erzählen nach einem Suizidversuch, sie hätten ihre Eltern von der Schande erlösen mögen, ein homosexuelles Kind zu haben. Ich möchte an dieser Stelle betonen, nicht die Homosexualität an sich führt dazu, suizidal zu werden, sondern die eigenen und berechtigten Ängste, Erfahrungen mit den Reaktionen des Umfeldes, Elternhaus, Gleichaltrige oder Schule und die gesellschaftliche Bewertung. Auch Frauen galten, und dieser Vergleich ist mir wirklich sehr wichtig, gelten zum Teil noch heute als das andere Geschlecht, das Geschlecht, das von der Norm dem Mann abweicht. Es hat lange, sehr, sehr lange gebraucht, um diese Sichtweise zu durchbrechen. Frauenwahlrecht, Strafbarkeit von Vergewaltigungen in der Ehe, Kampf gegen den Paragraph 218 und Frauenquote waren Etappen dieses Kampfes und dieser Frauen und den sich solidarisierenden Männern gegen eine patriarchale Ordnung. Und auch hier sind wir noch lange nicht so weit, dass wir von der Frau als gleichberechtigten Menschen in dieser Gesellschaft reden können. Transgender und Intersexuelle sind nochmal von besonderer gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht. So gab es in den letzten Jahren zwar immer wieder Gerichtsentscheidungen, die Regelungen des transsexuellen Gesetzes aufgehoben, die Teile dieses transsexuellen Gesetzes aufgehoben haben, zum Beispiel, dass eine Änderung des Vornamens aufgrund einer neuen sexuellen Identität bei einer Eheschließung wieder rückgängig gemacht wird. Oder dass eine Änderung des Geschlechtseintrages zur Voraussetzung hatte, dass die Person fortpflanzungsunfähig sein muss. Oder dass eine Personenstandsänderung nur vorgenommen werden durfte, wenn man nicht verheiratet ist, was dann auch Zwangsscheidungen zur Folge hatte. Das sind alles keine alten Geschichten, das ist die allerjüngste Vergangenheit. Und gegenwärtig müssen immer noch aufwendige und oft mehrere tausend Euro teure, kostende Gutachten erstellt werden, um eine juristische und gesetzliche Anerkennung für eine Lebensweise mit dem gewünschten Geschlecht zu haben. Das sind Gutachten, in denen seitenweise jedes erinnerbare Detail des Sexuallebens ausgebreitet wird, ohne wirkliche Sinnhaftigkeit. Die Einschränkung der Prozesskostenhilfe wird sich im Übrigen auch hier dramatisch auswirken. Was heißt das jetzt alles zusammengenommen für Hamburg? Reichen die Beratungsstrukturen aus? Reichen die Fortbildungsangebote? Wird in den Schulen genug getan? Werden ausreichend Fachleute ausgebildet? Wird die Jugendarbeit genug gefördert? Kann das Coming Out bei Älteren ausreichend unterstützt werden und bei Lesben und Schwulen auch noch mal in seiner Unterschiedlichkeit gerecht werden? Das alles beantwortet die große Anfrage leider nicht. Sie stellt den Ist-Stand dar, aber es werden keine Antworten gegeben, ob das ausreicht. Und insofern kann ich Herrn Heinze nur recht geben, dass eine Evaluation der vorhandenen Angebote dringend erfolgen muss. Die große Anfrage beantwortet nicht einmal, wie die Vereine wie das MHC, Pro Familia, Intervention oder auch Hein und Fiete und die anderen Zuwendungsempfänger ihre durch den Tarifabschluss steigenden Personalkosten zu einem gedeckelten Etat bewältigen müssen, ihre Arbeit weiterführen können. Mein Kollege Norbert Hackbusch hat darauf heute in der Aktuellen Stunde bereits eindringlich hingewiesen. Stattdessen begeht die SPD jetzt den, wie ich finde, wirklich großen Fehler, nach 2 Jahren eine relativ unkritische Bestandsaufnahme zu machen und außen vor zu lassen, wie sich zum Beispiel auch die Schuldenbremse auf diesen Politikbereich auswirkt. Und auch wenn die SPD in ihrem Vorwort hervorhebt, dass es sich um eine vorläufige Bilanz handelt, damit weiter lösungsorientiert gehandelt werden kann, aber der Anspruch verwirklicht sich nicht in den gestellten Fragen und auch schon gar nicht in den Antworten. Und das ist, finde ich, leider eine völlig ungenügende Bilanz.